Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelly Young, übersetzt von Wolfgang. 17. September 2021. Viele von euch berichten derzeit von einem Mangel an Freude oder an Aktivitäten, die euer Interesse wecken. Ihr Lieben, seid versichert, dass ihr nicht den ganzen Weg auf eurer spirituellen Reise zurückgelegt habt, nur um eure Freude zu verlieren. Wenn du das Gefühl hast, dass es dir an Aktivitäten mangelt, die dir Freude bereiten, liegt das wahrscheinlich daran, dass du dich gerade auf der Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen befindest. Wenn du nicht gerade ein Mensch bist, der Brücken liebt, kann sich die Erfahrung, auf einer Brücke zu stehen, wie ein Schwebezustand anfühlen. Du bist dazwischen. Du kannst die Aussicht genießen, aber du erlebst keinen der Bereiche, über die du fährst, wirklich greifbar. Du hast das Alte hinter dir gelassen und bist noch nicht ganz an deinem gewünschten Ziel angekommen. Vielleicht fehlt dir die Inspiration, etwas zu tun, denn ein Teil von dir weiß, dass Brücken dazu da sind, von einem Gebiet zum anderen zu reisen, und nicht um anzuhalten, um etwas Neues zu schaffen. Was tust du also, wenn du dich auf der 4D-Brücke befindest, die zwischen 3D und 5D verläuft? Genau das, was du tun würdest, wenn du dich auf einer echten Brücke befindest. Genieße die Aussicht, die du aus einer höheren Perspektive hast. Bleibe im Jetzt-Moment. Halte Ausschau nach magischen und schönen Momenten, aber sei dir bewusst, dass sie flüchtig sein werden und das ist in Ordnung. Mach es dir so bequem wie möglich und genieße die Fahrt. Genieße die Aufregung und Vorfreude, wenn du deinem Ziel näher kommst und nutze die Zeit, die du hast, um dich auf das Neue vorzubereiten. Und vor allem solltest du wissen, dass Brücken einen Anfang und ein Ende haben und es nie geplant war, dass du für immer zwischen zwei Welten festsitzt. Der Zweck einer Brücke ist es vielmehr, dir über Hindernisse hinweg zu helfen, damit du sicher an deinem neuen Ziel ankommst. Diese Phase wird vorübergehen und ehe du dich versiehst, bist du vollständig in der neuen Welt gelandet, in der du deine wahrhaftigsten Schöpfungen und Entdeckungen machen kannst und mit ihnen die Freude am Engagement, die du bisher vermisst hast. Erzengel Gabriel durch Shelly Young. Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, der Text passt sehr gut auf meine Situation, sage ich jetzt mal. Ist mir schon sehr bewusst, aber es war noch mal etwas deutlicher. Ich habe letztens mit einem Freund gesprochen, ja, und der ist so etwas unzufrieden mit sich selbst. Und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, was tut er denn? Ja, einfach um Spaß zu haben. Einfach um Freude zu haben, ja, einfach, ja, um, ja, einfach wirklich was für sich zu tun und nicht nur, ja, aus Disziplingründen, aus der Notwendigkeit heraus, ja. Und das ist auch einfach ein Unterschied, ob dir spirituelle Praxis Spaß macht oder ob du es machst, weil man es machen muss. Ja. Und dass es natürlich logischerweise, ja, zu Türen führt, die wir nicht unbedingt öffnen wollten, aber wir wissen, dass das dran ist, auch klar. Also es macht nicht immer nur Spaß, seine Schatten zu entdecken. Das ist schon logisch. Aber ja, in meinem Leben, ja, gibt's jetzt die Gitarre, mit der ich mich so ein bisschen im Problembehebungsmodus befinde. Da gibt es das Joggen, das jetzt neu in mein Leben gekommen ist, das momentan furchtbar anstrengend ist, aber ich habe keine Hemmungen, das zu machen. Das kenne ich sonst schon von Sport, dass ich einfach rauszögere und auf einmal ist es zu spät. Ja. Beim Joggen ist es auch schön, dass es draußen ist, merke ich, ist ein kompletter Unterschied. Ich habe mich eine Zeit lang für Konditionstraining auf meinen Crosstrainer gestellt und der ist halt Pillepalle. Das habe ich auch relativ spät erst entdeckt,
wenn man so auf Fitnessseiten mal guckt, was die so empfehlen für Cardio-Training, also für Herz-Kreislauf-Training, dann ist der Cross-Trainer echt so, der ist relativ weit unten, weil er gar nicht so fordert. Also einerseits ist es eine unnatürliche Bewegung, die wir gar nicht so brauchen. Also grundsätzlich könnte man ja auch sagen, es ist ein Stepper, aber wie viele Stufen gehe ich am Tag? Und ja, ich habe es auch gemerkt, also ich komme da nicht so ins Schnaufen. Mir wird ja eher schwindelig, so, weil ich ja viel mit meinem Eigengewicht auch mache. Deswegen kann ich da auch relativ hohe Stufe fahren. Ja, beim Joggen, ja, im Prinzip nach 20 Sekunden habe ich das Schnaufen angefangen wie ein Walross. Da merkt man, das ist irgendwie anders, ja. Und das ist ja auch Herz-Kreislauf, Atemwege trainieren, also das ist was ganz anderes, ja. Dass man ja ordentlich Luft bekommt und genug Sauerstoff ins Blut transportiert wird und man nicht das Gefühl hat, man stirbt gleich nach dem nächsten Schritt. Genau, da muss ich ein bisschen durch, aber nichtsdestotrotz, also ich finde es gut, den Effekt auch, ich fühle mich fitter, ich habe mehr Luft auch beim Lesen, aber so, es ist jetzt nichts, wo ich sage, wow, das Beste, was ich jemals gemacht habe in meinem Leben. Nein, ist es nicht. Ja? Auch meine gesunde Ernährung, die ich mache. Ja? Zum Beispiel heute habe ich wieder meine Smoothies gemacht. Da habe ich mich die letzten Tage ein bisschen rumgedrückt. Ja, ist auch kein Zufall. Das ist jetzt, klar, ist auch immer der gleiche Smoothie oder besser gesagt die zwei gleichen Smoothies. Ja, da renne ich auch nicht in die Küche und sage, ja, endlich darf ich wieder Smoothies machen. Ja, also. Und ja, der Podcast macht mir Spaß, ja, macht mir Freude. Merkt ihr wahrscheinlich auch, ist auch meine Aufgabe, auch Spiritscape ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, das schon wieder, ja. Das war mal ein bisschen so, tendenziell, aber seit ich es täglich mache, ist es, hinterfrage ich es nicht mehr. Ich mache es einfach, ja. Und es gehört einfach dazu, zu meinem Alltag oder zu meiner Routine. Aber es ist schon was anderes, ja, wenn man, sag ich mal, wie früher, ja, zum Beispiel Tischtennis spielt, also das ist etwas, was mir ein bisschen fehlt, ehrlich gesagt, oder ja, auch Fußball spielt, ja, wo das so witzig ist, wo es auch so lustige Situationen gibt, ja, weil sich blöd anstellt oder weil es einfach kurios ist, was gerade passiert ist. Und ja, also das Spielen, ja, und Computerspielen ist für mich mehr oder weniger, ehrlich gesagt, Stress in einer gewissen Weise, ja. Ich finde das, also ich habe das ja mal eher aus meditativen Gründen wieder gemacht und es war vielleicht auch mal ganz früher tendenziell immer wieder mal ein Suchtverhalten, ja? Ohne dass ich war nie der große Gamer, also das hat bei mir immer nach ein paar Monaten wieder aufgehört, ja? Aber ich habe auch schon mal, das weiß ich noch, da hatte ich zum ersten Mal einen Job in der großen Regie und alle haben dafür gesorgt, dass ich da relativ beschützt bin. Es war ein Fehler, in diese Regie zu gehen, weil das war ein neues Schnittsystem dort, das ich nicht gut kannte, das mir nur kurz vorher jemand erklärt hat, so nach dem Motto, geh doch da rein, das ist alles viel leichter. Und ja, ich habe da die Übersicht nicht gehabt und dann noch den Kunden gehabt mit dem, was er haben wollte. Und ja, also das war mega Stress, aber ich habe parallel und zwar jetzt nicht World of Warcraft, sondern es gab früher das Spiel Warcraft. Ja? Das war im Prinzip ein Singleplayer auf der ersten PlayStation und man konnte da ja irgendwie Schiffe bauen und ja, es war so ein bisschen eine Aufbausimulation und dann irgendwann wurde man angegriffen und wenn man gut aufgebaut hatte, dann konnte man die Angriffe abwehren und selbst dann eben anfangen, Territorien zu erobern, bliblablub. Ja, aber ich habe im Prinzip fast die ganze Nacht durchgespielt und mich dann, glaube ich, eine halbe Stunde hingelegt, um dann am Wochenende, also das war am Freitag war der erste Termin und am Samstag war dann der nächste. Und im Prinzip habe ich, obwohl der Job so anstrengend war und ich gemerkt habe, ich brauchte alle meine sieben Sinne, habe ich wegen dem Spiel das total riskiert, dass ich da mega auf die Schnauze falle. Ja. Also beides war so spannend, dass ich nicht wirklich mit Müdigkeit zu kämpfen hatte, aber ich habe ja fast versagt bei dem Job und habe es dann irgendwann hinten raus gut hinbekommen, ne? Und ja, aber es war sehr stressig, ja. Wie gesagt, da habe ich schon gemerkt, das ist dann sehr unvernünftig gewesen, wenn was so völlig unvernünftig ist und man nicht davon wegkommt, dann hat das schon mit dem Suchtverhalten zu tun. Ja. Das Spiel hat nicht lange eine Rolle gespielt. Das war halt so die Hardcore-Phase dieses Spiels, als es mir halt besonders viel Spaß gemacht hat.
Und ja, für mich war PlayStation auch ganz neu. Ja. Also, ich habe auch Lara Croft zum Beispiel gespielt, ja, auf der PlayStation damals. Ja. Und das auch ziemlich exzessiv. Ja. Und ich glaube, dennoch habe ich das nie wirklich durchgespielt. Irgendwann habe ich die Lust verloren. Ich bin da wirklich so kurzfristig, neige ich dazu, da ja, in die Sucht zu verfallen, aber irgendwas holt mich dann wieder raus. Ja. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich nie Probleme mit Alkohol hatte oder auch keine Drogen genommen habe und auch nicht geraucht habe. Ja, also, dass die Vernunft dann doch obsiegt letztendlich, ja. Das war in meiner Band übrigens ein Riesenproblem, diese Computerspiele. Als wir richtig erfolgreich waren oder zumindest als es total bergauf ging, wir auch Konzerte in Amerika hatten, also weil wir da gebucht worden sind für ein großes Festival, da haben meine Mitmusiker angefangen, World of Warcraft komplett zu suchten. Also komplett, ja. Und haben stundenlang damit verbracht und unser Bassist hat sich ständig verspielt live. Also wirklich, der war dann nicht mehr gut, muss man wirklich sagen. Und hat aber wie ein Weltmeister World of Warcraft gespielt. Das habe ich nicht verstanden. Ja? Aber jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, das ist auch keine Geschichte, wo ich sage, ja, das macht mir jetzt Spaß. Im Gegenteil, mich hatte mal jemand dazu eingeladen. Das kam sogar von zwei Seiten. Ich war ja lange Zeit auch so ein Diablo 3 Spieler, das habe ich ja schon mal erzählt. Und jetzt gibt es ein Reload von Diablo 2. Ja, das ist eigentlich das Kultspiel. Und ich habe meine Führung gefragt und nee, soll ich nicht spielen. Ne? Habe ich abgesagt. Ja, ich habe natürlich kurz überlegt, mit erwachten Menschen das zu spielen, wäre vielleicht witzig, kann man ganz anders reden. War sogar die Idee, ob man das vielleicht streamt und dabei nebenbei halt auch diese Dinge halt bespricht und vielleicht schauen dann ein paar Leute zu, die von sowas noch nie was gehört haben. Also es wäre auch eine PR sozusagen, um andere zum Erwachen zu bringen. Aber nee, sollte ich nicht machen. Also Computerspiele reizen mich kein bisschen. Ich spiele gerade auch was aber im Prinzip, wenn man es richtig macht, 5 Minuten am Tag kostet pro Charakter, die man spielt, weil es nur ein Klickspiel ist. Ja? Da muss man gar nichts machen. Ja? Während bei anderen Spielen ist es so, dass man, wenn man nicht mindestens 3-4 Stunden am Tag dafür hat, dann kommt man gar nicht voran. Ja? Also bei Diablo 3 zum Beispiel so der Fall gewesen. Ja? Die suchten ja alle und dann spielen sie 12 Stunden und dann botten sie auch noch nebenbei die restlichen 12 Stunden, lassen sie dann den Computer ihr Spiel spielen, um zu farmen und Sachen zu sammeln und so weiter. Werden dann auch gesperrt manchmal dafür, aber ganz selten eigentlich, ehrlich gesagt, wenn man es nicht völlig übertreibt. Und also, ja, solche Spiele würde ich nicht mehr anfangen, ja, nicht mehr mit der Beißzange, weil ich einfach merke, ja, jetzt Gitarre spielen, das bringt mir persönlich was ganz anderes, weil ich dann tatsächlich auch Erfolge erziele in meinem realen Leben. Ja. Während, wenn mein Charakter da Level irgendwas ist und die Fähigkeit freigeschaltet ist, dann bringt mir das in meinem Privatleben nichts. Das muss man ganz klar sagen, ja. Also, ja, das war natürlich schon früher etwas, was Spaß gemacht hat, aber das ist auch nicht mehr dran, ne? Dann, ja, so wirklich spielen, ja, weil ich habe ja keine Freunde in der Umgebung, wo man sagen kann, hey, bitte können wir jetzt mal Tischtennis spielen. Mein langjährigster Freund, der ist leider körperlich sehr eingeschränkt, weil er einfach unfassbar schwer geworden ist, da. Ja? Der wiegt irgendwie um die 170 Kilo und kann sich eigentlich kaum bewegen. Also mit dem brauche ich auch nicht anfangen, dass ich Tischtennis spielen wollte. Ja? Der wäre eigentlich ein guter Tischtennisspieler. Wir haben früher viel gespielt, als wir jung waren. Und immer wenn er mich besucht hat, haben wir viel gespielt auch. Und der ist auch mit Ball sehr geschickt. Ja? Ist auch Schlagzeuger. Aber also auch das macht er nicht mehr. Also das ist auch so ein Beispiel, ja? Dass man Dinge, die einem eigentlich Freude bereiten, dann jetzt gerade nicht macht. Ja? Aber bei mir war die Gitarre immer ein bisschen anders, war auch ein bisschen Pflichtbewusstsein und auch jetzt spielt das noch ein bisschen eine Rolle, weil ich ahne, da kommt was. Also das heißt, wieder so ein Bevorbereitungsmodus, ich übe etwas, um dann irgendetwas damit anzufangen. Also ganz komplexes Thema. Ja, aber ansonsten gibt es nicht viel. Ja. Ich schlafe gerne. Das könnte man sagen. Das ist vielleicht mein Hobby. Ja.
Ja, Affirmationen, klar, wobei ich die momentan auch nicht viel spreche. Ich bete immer noch viel und höre viel Heilklänge. Also gerade komplett beim Schlaf laufen die sehr deutlich, laut, stark in meinem Schlafzimmer. Und ja, ansonsten beschäftige ich mich natürlich viel mit den Texten. Also das macht auch was mit mir, wenn ich hier doch relativ viele Texte, spirituelle Texte am Tag und auch vorlese und auch Texte, die einem Erkenntnisse bringen, wo man einfach mal mit einer gesunden Skepsis überprüfen kann, wie sich das für einen anfühlt und so weiter. Ja, und auch mein Kater ist ja auch so ein bisschen wie ich, so ein kleiner knorriger Kerl. Also, wobei, man muss ehrlich sagen, vielleicht war ich mal ein Stinkstiefel, in gewisser Weise aus der Sicht von anderen vielleicht. Mein Kater ist es halt immer noch. Ja. Der schmuscht schon ganz gern mal mit mir, aber immer nur ganz kurz und eigentlich immer nur, wenn er Hunger hat. Dann sagt er sich, ja, eigentlich ist der ganz süß, der Wolfgang. Ja. Können wir mal wieder vorbeikommen. Aber dass der jetzt mal von sich aus, so wenn er satt ist, zu mir kommt und bei mir sein will, null. Ja. Gar nicht mehr. Und der kommt auch nicht mehr ins Schlafzimmer. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass dieses Fenster, wo er rausschauen kann, das direkt so ein bisschen, ja, das ist eigentlich ein durchgehendes Fenster, das geht wirklich bis zum Boden, ja, mit so einer kleinen Unterteilung, und das hat er immer genutzt, um rauszuschauen. Jetzt ist mein Garten aber so zugewuchert, dass er da gar nicht mehr rausschauen kann. Also das spielt auch so eine Rolle, und seit ich jetzt hier im Wohnzimmer arbeite, ist er eigentlich immer auf meiner Isomatte, also schon in meiner Nähe, aber ja, bringt mir nichts, weil ich kann nicht mal hinlangen und ihn mal kurz anstupsen. Und wenn er merkt, dass ich auf ihn aufmerksam werde, dann sagt er sowieso nur, ich habe Hunger. Das ist dann so nach dem Motto, ja, der Wolfgang hat mich bemerkt, auf geht's, ich krieg was zu fressen. So geht es so ein bisschen. Ja. Und ja, ich habe auch ein bisschen den Spielmodus bei ihm so ein bisschen verpasst in der Zeit, wo es mir auch nicht gut ging, wo ich halt eben sehr stark mit meinen Schatten konfrontiert war. Da war mir halt auch nicht nach Spielen. Ich habe zwar so ab und zu halt, habe ich natürlich mit ihm gespielt, aber ja, diese Freude, die ich früher dann hatte, die hatte ich nicht mehr. Und jetzt ist er einfach auch wirklich schon ein bisschen älter und man merkt, ihm geht halt wahnsinnig schnell die Puste aus. Also er ist gar nicht mehr so verspielt. Ja? Immer wenn ich mir Sorgen mache, dann bringt er mal wieder eine Maus. Dann denke ich mir, okay, so schlimm kann es doch nicht sein. Ja? Da muss ich immer gucken, dass ich, ja, eigentlich, er killt sie immer. Ja, das muss man auch ehrlicherweise sagen, ja. Ich muss dann immer die Leichen hier entsorgen. Und auch ab und zu mal Vögel. Also bei denen vermute ich allerdings, dass die dann selbst irgendwie gestorben sind, die er dann gefunden hat und dann herbringt. Ganz stolz, ja. Früher hat er auch mal, ja, leider Küken gebracht. Da hat er dann hier Nester gefunden, auch vielleicht in der Nähe, also auch vielleicht in unserer Hecke. Seit ich die Raubvogelattrappen aufgehängt habe, ja, kriegen wir auch nicht mehr so viel geschimpft. Das ist auch etwas, was eigentlich ganz gut ist. Das war im Sommer zum Teil so laut da draußen, weil vor allem die Amseln, die haben ihn ausgeschimpft. Die haben natürlich gewarnt, alle anderen Vögel davor. Und jetzt habe ich die Raubvögel unter dem Balkon über mir aufgehängt. Und man hat gemerkt, seit die da hängen, also das habe ich im Frühjahr gemacht, damit die Vögel gar nicht auf die Idee kommen, jetzt hier bei mir in der Nähe zu nisten. Gibt ja genug Hecken und so, ein bisschen weiter sind sie dann schon wieder präsent, aber direkt bei mir in der Umgebung nicht. Das heißt, der Kater kann auch auf der Terrasse liegen, ohne die ganze Zeit ausgeschimpft zu werden, weil das hat ihn dann auch irgendwann genervt. Und das Krasse ist, die sind zum Teil fast schon mit in die Wohnung gegangen. Ja? Ich habe so eine improvisierte Katzenklappe, die auch mit so einem Fliegengitter dann zugehängt ist, wo dann der Kater eben durchflutschen kann. Und die waren schon so nah, dass sie eigentlich nur noch einen Schritt hätten gehen müssen, um dann in der Wohnung zu sein. Also, genau, aber ja, also natürlich macht der mir Freude, auch immer, wenn ich den anschaue, auch jetzt gerade, jetzt ist er wieder links, direkt mit der Nase vor seinem Futternapf, vor dem leeren, ja, und ja, merkt nicht, dass ich ihn anschaue, weil wenn ich so spreche, dann denkt er sich immer, ja, hat ja nichts mit mir zu tun. Also auch sobald ich den Kopfhörer auf habe, ist er eigentlich dann wieder ruhig und ja, sagt, okay, kenne ich schon die Situation, da geht nichts. Das ist dann schon etwas, dass dann in mir etwas passiert, wenn ich den anschaue, da geht mir das Herz auf. Das ist schon da. Also wir sind schon auch stark verbunden, auch seelisch. Aber ja, also diese Aktionen, was jetzt hier beschrieben wird, wo ist denn hier jetzt die Freude? Ja? Wo macht es denn jetzt hier Spaß? Ja? Mein Garten macht mir keinen Spaß. Ich würde da gerne mehr machen, aber ja, ich bin ja hier der, ja,
streng beäugte und meine Nachbarn, die ein bisschen Druck machen, ein bisschen ist gut, also in Anführungsstrichen ein bisschen, sind direkt über mir und sobald da draußen schönes Wetter ist, hängen die halt auch am Balkon und schauen dann komplett mir bei der Arbeit zu. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Merke ich auch, wie wenig die mir wohlgesonnen sind und ich mag diese Energie auch nicht. Ja. Also das ist etwas, und die sind dann wirklich so nah. Im Prinzip sitzen die ja 1,5 Meter über mir dann in meinem Garten. Ja, so. Oder ja, 2,5 Meter über mir halt in ihrem Balkon. Ja. Auf ihrem Balkon, ja, und können dann sehen, was ich alles mache. Und da habe ich überhaupt keine Lust. Und das ist auch so, links und rechts, die Nachbarn finden mich auch komisch, ja, wo direkt die Gärten an mir angrenzen. Also das ist schon ein bisschen Spießrutenlauf. Gestern zum Beispiel habe ich mal wieder einen Schwung alkoholfreies Weißbier geholt. Habe es erstmal rausgeschleppt, die ganzen leeren Kästen, auch die Wasserkästen. Und das hat dann ein Nachbar schon gesehen. Und da habe ich mir schon gedacht, sagst du was? Nee, sage ich nichts. Und als ich zurückgekommen bin, hat er dann so einen Spruch gemacht, ah, so schnell sind die Flaschen wieder voll. Und ich dann so, ja, aber es ist mir wichtig, es ist alles alkoholfrei, ja. Man muss das ja her sagen, ja, weil in dem Haus sind wir ja schnell unter Verdacht. Und dann hat er gelacht, ja, weil die das natürlich mitbekommen haben, dass hier gegen mich Stimmung gemacht worden ist und ja, also eigentlich Mobbing betrieben worden ist, ja, aber klar, ich bin halt standhaft geblieben. Dann nicht so beeindrucken lassen und dennoch ja, war es mir dann wichtig, dass die Leute nicht mich auch noch unter dem Verdacht haben, dass ich hier so der Einsiedler bin und einfach die ganze Zeit nur saufe. So. Genau. Ja, also insofern, es ist einfach ein bisschen kurios. Also ich fühle mich da sehr, ja, erkannt. Und Erzengel Gabriel hat ja immer wieder gesagt, ja, was könnt ihr machen? Ich habe auch heute wieder so eine Karte gezogen. Also ich mache das nur aus Spaß. Ich nehme das auch nicht besonders ernst. So Engelkarten. Und beschütze mich aber davor auch. Ja, bitte die geeigneten Lichtwesen, die nur mein höchstes Wohl und das höchste Wohl aller im Sinn und als Ziel haben, mir eben über die Karten einen Hinweis zu geben. Und da kam schon wieder die Karte Spiel, ja, und Freude, ja, dass ich ein bisschen mehr da gucken soll. Aber mir fehlt da die Fantasie. Das ist das Problem, ja. Was soll ich denn machen? Ja? Und vielleicht geht es euch ja ein bisschen ähnlich. Also ich bin halt sehr pflichtbewusst, mache halt die Dinge, weil ich weiß, dass sie mir gut tun. Und natürlich hat es alles mit meinem spirituellen Wachstum zu tun und mit der Körperpflege, die ich betreibe. Und höre da wirklich auf mein Inneres und ja, bin da sehr gut angebunden. Aber eben diese, ja, auch diese Energie. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Also auch früher war es schon so, also als ich wirklich musikverrückt war, da bin ich aufgewacht und habe sofort die Gitarre angelangt, ja. Und heute ist es halt so, ja, ich weiß, man muss da diszipliniert sein und das ist eher im Prinzip ein bisschen aus dem Verstand heraus. Ja, natürlich bin ich da geführt, also, aber ja, es ist etwas, das mir auch gut tut, weil ich mich dabei konzentriere, weil ich mich da auch in den Fluss begebe und sehr spannend, was sich da gerade entwickelt, eine ganz neue Technik. Aber wie früher in mir dieses Feuer der Leidenschaft gebrannt hat, ja, für dieses Thema, das habe ich nicht mehr, ja, also immer wieder mal, ja, das lodert mal so und dann ist wieder weg, ja. Das ist, obwohl ich unfassbare Möglichkeiten habe, die hatte ich früher gar nicht gehabt. Das, was ich heute hier habe, dieses Produktionsstudio, kann man es ja sagen, weil ein Computer ist ja mittlerweile ein eigenes Studio, wenn man da so noch eine vernünftige Soundkarte hat. Und ja, dann kann man alles machen mit ein paar Plugins, ja. Man kann sogar clean Gitarre einspielen und dann nachher die sämtliche Amps der Welt drauflegen, ja, und der Laie und auch der ein oder andere Berufsmusiker erkennt überhaupt keinen Unterschied, ja. Es geht im Prinzip dann eher darum, was man spielt und nicht, wie es klingt, weil es klingt immer gut, ja. Natürlich könnte man dann nochmal eins draufsetzen und die Amps wirklich abnehmen, Mikrofon in einem vernünftigen Studio, aber das ist, der Unterschied ist so minimal, dass sich's gar nicht lohnt. Also da ist die musikalische Information ist viel wichtiger. Ja? Ich meine, habt ihr euch schon mal beschwert, wie schlecht die Beatles geklungen haben? Ja? Die haben schon das Beste rausgeholt, ist auch viel geremastert worden, aber das waren Welterfolge und die Menschen haben auch keine anderen Ohren gehabt als heute. Ja? Und das hat alles schlechter geklungen als das, was ich mit meinem Computer heutzutage produzieren kann. Ja. Also die Möglichkeiten und dennoch
sitze ich da und habe keinen Impuls. Ja? Irgendwie kreativ was zu machen, mich da in den Fluss zu begeben, ja, weil es eben nicht der Fluss ist, weil es nicht dran ist. Ja? Jetzt, momentan, oder nicht immer. Ja? Es ist ja immer wieder dran und Ben und ich arbeiten ja auch grundsätzlich an diesen Dingen. Und wir haben gestern auch wieder ein bisschen darüber gesprochen, was so als nächstes ansteht. Aber ja, was das früher für eine also Sehnsucht ausgelöst hat, ja, was da für eine Energie da war, das habe ich nicht mehr. Und bei keinem Thema habe ich das. Ja. Ich könnte es ja bei ganz vielen Sachen machen. Also auch als ich jetzt das letzte Jahr ganz viel Fitnesstraining gemacht habe, ja, und mein Körper immer krasser ausgeschaut hat. Also ich habe wieder richtig viel Muskeln bekommen, das hat mir auch gefallen. Aber das war nicht so wie früher, ja. Also als ich das damals betrieben habe, da war ich total körperfixiert. Ja. Das ist nicht mehr der Anreiz. Ja. Ich fand es halt interessant, ja, und hat mir schon gefallen, dass das wieder anders ausgeschaut hat. Aber es war nicht so, dass das der Grund wäre, jetzt weiterzumachen. Ja. Gar nicht. Ja. Und ich habe es auch wieder sein lassen. Ja. Jetzt habe ich es wieder angefangen, weil ich durch das Joggen gemerkt habe, ja, so ein bisschen Krafttraining sollte ich dem auch noch hinzufügen. Und ich übertreibe es doch überhaupt nicht. Also ich trainiere sehr wenig und relativ schlampig. Und dennoch erziele ich damit ja, größtmögliche Erfolge, in Anführungsstrichen größtmögliche, also Bodybuilding-Contest werde ich wohl nicht besuchen, aber es tut mir gut, ja? Also, aber es tut einem gut, also alles, was ich mache, tut mir gut, das merke ich schon, ja? Insofern bin ich auch damit zufrieden, aber eben, es geht ja um diese unfassbare Freude, um diesen irren Spaß, den man dann manchmal hat, ja, und ja, das ist gerade nicht in meinem Leben, ja, und das jetzt macht dieser Text natürlich dann auch Sinn, weil wir uns eben auf der Brücke befinden. Ja, genau, zu der Brücke möchte ich noch was sagen, weil ich es gestern wieder gehört habe. Woran ihr wirklich erkennt, dass ihr auf einen, ja, spirituellen Narzissten, auf einen falschen Guru eingefallen seid, wenn die euch erzählen, dass sie schon längst komplett in 5D sind, ja, und für euch gar nicht mehr sichtbar sind und nicht mehr so viel anwesend sein können, weil ihr sie gar nicht mehr mitbekommt. Ja. Und ich habe das auch schon von 7D gehört. Also meine spirituelle Narzisstin, von der ich auch schon erzählt habe, die bei Spiritscape so ihr Unwesen getrieben hatte zu Beginn des Kanals, ja, die hat gesagt, sie geht gleich nach 7D. Ja. Das war jetzt zu wenig, 5D, ja, das ist ja lächerlich. So nach dem Motto. Herrlich, herrlich. Ja. Also daran könnt ihr sicher erkennen, dass da was nicht richtig ist, weil das ist noch nicht so weit, weil das auch eine, also wir können natürlich vom Bewusstsein da immer wieder drin sein, aber körperlich nicht, ja. Das, noch keiner von uns ist im Körper aufgestiegen, wir sind alle noch da. Es ja, kann sein, dass der ein oder andere, ich nenne es jetzt mal schon den Zaubertrick, kann. Ja, aber grundsätzlich, ja, die Leute, die jetzt hier in YouTube-Aufklärung machen, ja, die sind alle noch hier. Das ist auch deren Aufgabe, noch hier zu sein. Ja. Und wer dann euch erzählt, er wäre schon irgendwie viel weiter und wäre schon praktisch schon auf einer anderen Ebene als ihr, weil das ist ja das, was diesem Menschen wichtig ist, dass er sagt, ich bin was Besonderes, ich bin was Besseres, ja? Dann könnt ihr die schon vergessen. Ja? Und teilt dieses Wissen gerne. Ja? Also das ist wirklich eine Regel, die man da wirklich anwenden kann, weil 2 plus 2 ist halt nicht 5. Ja, genau. Dann ist es aber so, dass wir hier auch ja, ich liebe mein höheres Selbst. Aber der geistige Führung sagt mir ja. Ja, es kann aber 2 und 2 auch mal 5 sein, also auf mathematisch. Wenn ihr jetzt zum Beispiel der Einfachheit halber auf Ganze rundet, also 2,4 ist ja 2 dann, ja? Und 2,4 ist auch 2. Also wenn ich jetzt in Excel zum Beispiel angebe, runde mir bitte auf die ganzen Zahlen, dann gebt ihr ein, 2,4, da steht da 2. Und dann gebt ihr nochmal 2,4 ein, dann steht da wieder 2. Und dann rechnet ihr ja, dieses eine Feld plus das andere Feld, also 2 plus 2 steht da, dann kommt aber 5 raus. Und wisst ihr warum? Weil nämlich 2,4 plus 2,4 ist nämlich 4,8. Und dann würde das Programm auf 5 aufrunden. Ja, toll, oder? Wie einem die eigenen Beispiele gleich zerschossen werden, aber
Gut, wahrscheinlich war es jetzt irgendjemanden in meinem Team hier wichtig, dass ich das euch ordentlich erzähle, ja, und hier keine Beispiele bringe, die so leicht zu widerlegen sind. Genau, ja. Also das macht mir tatsächlich Freude, ja, wenn ich merke, mein Team spricht mit mir. Also wenn ich mit Menschen spreche und ich bekomme während des Gesprächs Eingebungen und kann gleich weiter erklären, was eigentlich los ist. Hatte ich gestern auch wieder, ist leider nicht, ja, leider ist es jetzt nicht YouTube-tauglich, geht um die Schlumpfung, aber sehr, sehr spannend, ja. Ach, herrlich. Ja, aber vielleicht geht es euch ja auch so. Das Bild, dass wir auf der Brücke sind und dass es keinen Sinn macht, auf der Brücke anzuhalten, um Tischtennis zu spielen, weil die Tischtennisplatte gar nicht auf die Brücke passt. Und es gibt ja auch Brücken, bei denen es gar nicht erlaubt ist, also wenn man im Auto unterwegs ist, überhaupt anzuhalten. Ja? Also insofern ist das Bild ganz gut. Also ich mag das. Ja? Also wir bewegen uns halt jetzt zwischen 3D und 5D auf der 4D-Brücke sozusagen. Und da ist es nicht ungewöhnlich, dass wir halt eben, ja, diese Phase des, naja, und was jetzt? Ja? Ja? Manche, wurde ja auch schon gesagt, manche von uns sind schon gut vorbereitet. Ich fühle mich auch relativ gut vorbereitet, merke aber immer noch, dass da Dinge sind, aber ich bin nicht im Problembehebemodus. Das heißt, ich bin nicht unzufrieden mit mir. Das ist ein wichtiger Ansatzpunkt. Also diese Unzufriedenheit macht euch ja alles madig. Ja, dann seht ihr immer nur das, was ihr noch nicht könnt. Ich sehe eher die Dinge, die in mir dann so hochkommen und die, wo ich merke, ah, da ist noch was. Die sehe ich eher als Wachstumschance, weil ja, da merke ich, ah, ich habe ein Problem gefunden, yippie, und ich, jetzt kann ich mich drum kümmern und dann wird es wieder besser. Ja? Das ist eigentlich recht schön daran. Also das ist auch die bessere Einstellung. Ja? Das ist aber wieder Küchenpsychologie, Glas halb leer oder halb voll. Ja? Ein bisschen so ist das. Aber es ist eben sinnvoller, sich aufs Positive zu konzentrieren. Ja, meine Güte, jetzt sind wir ja schon wieder bei einer halben Stunde. Kann auch sein, dass ich habe jetzt noch gar nicht geschnitten, habe aber ein paar kleine Dinge schon gemerkt, also ich muss mir nochmal anhören, möchte aber auch noch einkaufen gehen, jetzt ist aber schon kurz von 7, mal schauen, ob ich das hinbekomme. Na gut, ihr Lieben, ja, dann macht's mal gut und vielleicht geht's euch ja auch so, vielleicht habt ihr auch Inspirationen für mich oder es wohnt jemand in der Nähe von München, der sagt, wir gehen Tischtennis spielen, wir zwei, da hätte ich Bock drauf. Alles klar, es gibt bei mir am See Tischtennisplatten, ne? Und das ist jetzt natürlich, jetzt wo es Herbst und Winter wird, natürlich wieder weniger interessant, aber im Sommer, da habe ich schon immer, da habe ich dann ein Problem, wenn ich am See entlang gehe und die dann Tischtennis spielen sehe, also ich freue mich total für die, aber ich merke, das ist eine kleine Wehmut, ne? Ich hätte auch gern ein Tischtennis-Date sozusagen, so ab und zu am See. Alles klar, ihr Lieben, haut rein, bleibt sauber, bis dann, ciao, servus, wuhu! Yippee! Woo!